Es folgt der zweite Teil des Commander Tom Hörspiels. Falls du den ersten noch nicht gehört hast, würde ich dir zunächst diesen ans Herz legen, welchen du jetzt mit Klick auf das i oben rechts erreichst. Auch wenn das folgende Sketchfeuerwerk ebenso ohne Vorkenntnisse zünden dürfte, wirst du im galaktischen Irrsinn mehr Sinn erleben, wenn du den Wahnsinn am Anfang beginnst. Wir sind erledigt, sagte Geringer. Wir werden alle sterben, rief Himmelstedt. Wir werden die Ersten sein, die ein schwarzes Loch durchfliegen, rief Wolfram. Ein beunruhigendes Sirren ging von dem Objekt aus, auf das sie sich nun ganz zweifellos zubewegten. Blitze zuckten im Inneren, und es schien sich eine hohe elektrische Spannung zu entladen. Verdammt, rief Geringer, wie kriege ich jetzt die Zigarette unter meinen Schutzhelm? Das Tempo des Kometen nahm drastisch zu, und das schwarze Loch nahm nun schon die Hälfte ihres Horizonts ein. Commander Tom sah, wie Wolfram kerzengerade dastand und voller Respekt dem Gebilde entgegenblickte. »Wissen Sie«, sagte er mit feierlicher Stimme, »dass wir wahrscheinlich die Ersten sind, die so ein Gebilde zu Gesicht bekommen.« »Wissen Sie«, entgegnete Tom, »dass dies wahrscheinlich das Letzte ist, was wir zu Gesicht bekommen.« Als Wolfram schließlich salutierte und die amerikanische Nationalhymne zu singen begann, war es Tom genug. »Halten Sie die Klappe, Wolfram!« »Sonst mache ich sie kalt, bevor es das schwarze Loch tut«, rief er ungehalten. Im nächsten Moment tauchten sie in den schwarzen Trichter ein. Ihre Körper wurden unnatürlich in die Länge gezogen. »Hey«, sagte Himmelstedt, »die Zeit wird gedehnt. Ich dachte immer, so würde ich nach dem Stimmbruch klingen. Bewahren Sie Haltung«, rief Wolfram. »Und lassen Sie den Unsinn.« »Hey, Leute«, schrie Geringer, »kennt ihr? Always live my life alone. »Lassen Sie den Unsinn«, rief Tom. »Snöfnerchilsnöfmichirpschi«, stellte Geringer voller Entsetzen fest. Dann war der Spuk vorbei. »Wir haben es überlebt«, jauchzte Himmelstedt. »Hm, das heißt gar nichts«, schnappte Wolfram. »Wahrscheinlich sind wir Milliarden Lichtjahre von zu Hause entfernt und kommen nie wieder zurück, gestrandet in einer unbelebten Galaxie. Wenn unser Treibstoff und unsere Lebensmittelvorräte aufgebraucht sind, geht es zu Ende mit uns.« »Wahrscheinlich«, sagte Commander Tom, »aber das ist jetzt nebensächlich.« Er wandte sich wieder ihrem eigenen Zeitstrudel zu, aus dem sie Wolfram gezogen hatten, und murmelte Geringer zu. »Dieser Zeitkreis wäre optimal, um Lebensmittel frisch zu halten. Fisch. Oder Käse.« »Oder Milch«, rief Geringer. »Sie wäre nie älter als 5 Sekunden«, ergänzte Tom. Und an Wolfram gewandt fragte er, »wohin ist dieser Komet, auf dem wir uns befinden, unterwegs? Und in welcher Galaxie befinden wir uns?« Wolfram wartete auf das Testergebnis seines Weltraumnavis. Zahlreiche Galaxien waren darin verzeichnet. All diese Angaben waren allerdings rein theoretisch, denn bisher hatte kein Mensch je die Milchstraße verlassen. Die Aufnahmen wurden von leistungsstarken Teleskopen im Weltraum und auf der Erde gemacht. »Die gute Nachricht ist«, sinnierte Wolfram, »wir befinden uns in unserer direkten Nachbargalaxie Andromeda. Die schlechte Nachricht ist, es ist vollkommen egal. Wir werden von hier aus niemals mehr zurück zur Erde kommen, denn selbst die Wissenschaftler auf unserem Heimatplaneten brauchen noch mindestens 500 Jahre, bis sie die Technologien ersonnen haben, die es dem Menschen ermöglichen, so weit zu reisen.« »Aber wir sind doch auch hierher gekommen«, widersprach Himmelstedt. »Ja«, antwortete Wolfram gereizt, »aber das hier ist ein One-Way-Ticket, es gibt kein Zurück.« An Tom gewandt ergänzte er, »dieser Komet befindet sich auf dem direkten Weg zum Mittelpunkt dieses Sonnensystems.« »Und was befindet sich dort?«, fragte Himmelstedt, und Wolfram blickte ihn finster an, bevor er antwortete, »die Sonne.« »Gekochte Milch schmeckt nicht«, fiel Geringer dazu ein, doch Commander Tom hatte andere Bedenken. »Wie lange noch, bis wir verglühen?« »Etwa 500 Lichtjahre«, antwortete Wolfram, und alle stünden genervt auf. »Was?«, rechtfertigte sich Wolfram. »Keiner hat gefragt, wie lange es dauern würde.« »Also schön«, beschloss Tom. »Wolfram, Himmelstedt, ihr geht zurück an Bord und fahndet nach einem Planeten mit einer menschenfreundlichen Atmosphäre. Geringer, du und ich, wir holen das Öl.« Er warf einen letzten wehmütigen Blick auf den Zeitstrudel. »Und den werden wir wohl hier lassen müssen. Wir können ihn kaum von hier wegtransportieren.« Geringer atmete schwer durch. Dann brachen sie auf. Commander Tom ging voran, und Geringer folgte ihm im Hopsasserlauf. Dabei sang er immer wieder, »If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy
happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, clap your hands. Was soll denn das, Geringer? Fragte Tom irgendwann. Keine Ahnung, wovon Sie reden, Commander. Na, von Ihrer Singerei. Ich weiß, sagte Geringer schuldbewusst. Man sollte das Lied eine Oktave höher singen, aber ich komme nicht so hoch. Sie erreichten die Stelle, wo sich das Öl befinden sollte. Geringer setzte den Bohrer ab und schaltete die Automatik ein. Selbstständig grub sich das Gerät in den Boden, und nach kaum 5 Minuten hatte es die erforderliche Tiefe erreicht. Durch eine Röhre im Inneren des Bohrers sog es das Öl nach oben. Dort wurde es in einen Glastrichter aufgefangen und dreifach destilliert. Sie fuhren den Bohrer wieder aus dem Boden und verstauten ihr gewonnenes Öl in einer kleinen Blechgießkanne. Gerade wandten sie sich zum Gehen, als sie ein leises Rieseln hörten, gefolgt von einem Knacken und Knarzen. Sie blickten zum Boden und erkannten, dass der Riss von ihrem Bohrloch ausging und sich schleichend, aber stetig vergrößerte, wie eine Maus, die über den Boden huscht. Tom wusste aber auch, dass aus dieser Maus ein Elefant werden würde. Und Geringer wusste es ebenfalls. »Scheiße«, sagte er. »Für wie wahrscheinlich halten Sie es, Commander, dass wir rechtzeitig am Schiff sind, bevor der Riss so groß ist, dass der Komet zerbricht?« »Ich tippe auf eine 40-prozentige Chance.« 25, korrigierte er sich nach erneutem Knacken. Als hätten sie sich ein geheimes Zeichen gegeben, spotteten Geringer und Tom schließlich los. In ihrem Rücken wurde das Tosen immer lauter. »Waaah!« schrie Geringer. »Waaah!« »Hilft das Schreien irgendwie?« fragte Commander Tom. »Ich versuche nur etwas Aufmerksamkeit zu erzeugen und auf den Ernst der Lage hinzuweisen.« »Hier ist niemand, um Aufmerksamkeit zu erzeugen,« schrie Tom. »Wohl wahr,« antwortete Geringer. »Ich hätte Schauspieler werden sollen oder zumindest in der belebten Innenstadt wohnen sollen.« Geringer fing an, in seiner Jackentasche rumzufummeln. »Was tust du da?« fragte Tom. »Ich schau, ob meine Selbstgedrehte noch da ist.« »Wenn du dein Visier öffnest, um sie zu rauchen, fällst du augenblicklich tot um,« bemerkte Tom. »Ich weiß. Falls ich das überlebe, klebe ich mir Nikotinpflaster auf die Haut, wenn wir unterwegs sind.« Da kam das Schiff in Sichtweite, noch 200 Meter von ihrer Position aus. »Startet! Startet!« schrie Geringer dem Raumgleiter entgegen. Als hätte die Crew sein Rufen gehört, starteten die Triebwerke des Schiffes. »Wartet! Wartet!« schrie Geringer. Sie erreichten die Treppe, und Geringer blieb stehen, um den Commander zu fragen. »Wollen wir Streichhölzer ziehen? Wer zuerst die Treppe rauf darf? Rein jetzt!« blaffte ihn Commander Tom an. Sie erreichten die Einstiegsluke, warfen sich ins Innere, und Wolfram schloss augenblicklich das Gate. Tom lief zur Steuereinheit, öffnete den Tank mit der Aufschrift »Öl, bitte kein Frittierfett einfüllen« und goss den Inhalt seiner Gießkanne in die dafür vorgesehene Öffnung. Im nächsten Moment erhoben sie sich in die Luft. Und der Komet zerbarst vollends. »Was haben Sie getan?« fragte Wolfram von der Schaltzentrale aus. »Nun, wir haben es zuerst mit TNT versucht, danach dann mit einer Fliegerbombe. Als das nichts half, haben wir einen Atomsprengkopf gezündet, um den Komet zu sprengen.« Wolfram begriff zuerst nicht, dass es sich dabei um eine ironische Aussage handelte. Als er begriff, legte er eine gekränkte Miene an den Tag. Man erkannte es daran, dass er noch aufrechter saß als sonst. Seine Wirbelsäule sah aus wie eine Sprungfeder, und sein Blick war wie versteinert. »Wir haben das Öl«, versuchte Tom, das Gespräch wieder in sachliches Gebiet zu lenken. »Das sehe ich«, sagte Wolfram, immer noch gekränkt. »Haben Sie einen Planeten mit einer menschenfreundlichen Atmosphäre gefunden?« fragte Tom darüber hinweg. »Neben der Erde«, merkte Wolfram spitz an, »sind wir tatsächlich auf einen weiteren Planeten mit einer Atmosphäre gestoßen, die einen Menschen des Typus Homo sapiens in Anbetracht...« »Sparen Sie mir das Geschwafel«, fiel ihm Commander Tom ins Wort. »Fliegen Sie den Planeten an, und Sie«, sagte er an Himmelstedt gewandt, »versuchen Sie, Kontakt zu den Bewohnern aufzunehmen. Ich gehe doch davon aus, dass sich dort menschliches Leben entwickelt hat.« »Genau das wollte ich Ihnen gerade erklären«, kämpfte sich Wolfram seinen Stolz zurück. »Wir sind auf eine intelligente Lebensform gestoßen. Unser Teleskop hat einige Bilder gemacht.« Er zeigte auf einen der Schirme. Es zeigten sich einige menschenähnliche Wesen. Menschenähnlich heißt, sie hatten 2 Arme und Beine und einen aufrechten Gang. Ansonsten gab es einige Unterschiede. Sie hatten eine bronzene Haut, die das Licht reflektierte. »Offensichtlich, um die hier stärker scheinende Sonne zu reflektieren«, wandte Wolfram ein. Darüber hinaus spitz zu laufende Ohren. Sie trugen allesamt reflektierende Gewänder, die zu ihrer Haut passten. »Gibt es einen Informationsfunksender?« fragte Tom. »Gibt es«, antwortete Wolfram. Ein Informationsfunksender, wie er seit einiger Zeit auch auf der Erde stand, gab Angaben über den Planeten und seine Bewohner und war ganz einfach über Radiowellen zu empfangen.
Jeder, der sich einem Planeten mit einer solchen Einrichtung näherte, konnte Informationen darüber abrufen, wie die ansässige Rasse hieß, welche Sprache sie sprach und ob sie friedfertig war. Der Planet heißt Teria, die Bewohner Terianer und sie sprechen Terianisch, erklärte Wolfram. Wäre ich gar nicht drauf gekommen, sagte Geringer. Ach ja, und noch etwas, ergänzte Wolfram. Sie leben unterirdisch. Offensichtlich ist ihnen an der Oberfläche die Temperatur zu unbeständig. Sie traten in die Atmosphäre des Planeten ein, und Tom forderte Wolfram auf, einen Landeplatz einige Kilometer abseits der nächsten Zivilisation zu suchen, um die Anwohner nicht zu verschrecken. Schließlich wussten sie nicht, wie oft hier UFOs ankamen. Sie setzten sanft auf, schalteten die Systeme ab und stiegen aus. Sie waren nur wenige Schritte gegangen und gerade dabei, sich an die Atmosphäre und die ungewohnte Umgebung zu gewöhnen. Die Oberfläche bestand zum größten Teil aus goldenen Felsen und ebenfalls goldenem und bronzenen Sand, als ihnen zwei Bewohner von Teria gegenüberstanden. »Hallo«, sagte Tom und winkte mit der Hand. »Wir kommen in friedlicher Absicht.« Die Männchen musterten ihn ratlos. Dann sagte der eine, »Nein, welcher Absicht sollten sie denn sonst kommen? Wenn sie Ärger wollen, gibt es ja genug Orte, wo sie sich austoben können. Das Universum ist groß genug.« Das klang einleuchtend. Der Außerirdische fuhr fort. »Mein Name ist Territorium, und das ist mein Kollege Summa Summarum.« Er deutete auf das bronzene Männlein neben sich. »Und wo sind Anabolika und etc. pp?« fragte Geringer belustigt. »Waren Sie schon einmal hier? Oder warum kennen Sie die Namen unserer Mitbewohner?« »Wie schon gesagt«, ergriff Commander Tom wieder das Wort, »wir kommen in friedlicher... Na, Sie wissen schon.« »Wo kommen Sie her?« fragte jetzt der eine, den der andere als Summa Summarum vorgestellt hatte. »Von der Erde«, antwortete Tom. »Erde? Was für ein Scheißname für einen Planeten! Wie nennen Sie denn die anderen Planeten? Erde 2, Stein oder Staub?« »Nein«, antwortete Tom nun irritiert. »Meistens mit Namen aus der griechischen Mythologie. Neptun beispielsweise.« »Bullshit«, antwortete Summarum. »Schade, dass wir ein friedliches Volk sind. Ich würde sie sonst erschießen.« »Andere Welten, andere Schelten«, murmelte Geringer. »Wie wäre es«, bot Territorium nun an, »wenn Sie sich die Pulsadern aufschneiden und von hier verschwinden?« »Nein«, antwortete Tom entschieden. »Dann schlage ich vor, dass Sie mit uns kommen. Sie sehen hungrig aus und möchten sicherlich etwas schlafen«, schlug Torium alternativ vor. »Das klingt schon besser«, beeilte sich Commander Tom zu sagen, und sie folgten den Terrianern. »Diese Bronzefiguren haben doch einen Sprung in der Schüssel«, flüsterte Geringer seinem Chef zu. »Dumm, dass wir keine Strahlenkanonen dabei haben. Man weiß ja nie.« »Du hast doch gehört, sie sind ein friedliebendes Volk«, beschwichtigte Tom. »Sie machen eben nur alternative Vorschläge.« Sie gingen schweigend hinter den beiden her, und ab und zu drehten sich die Bronzemännlein um sie wüst zu beschimpfen. Irgendwann dann passierten sie einen Hügelkamm, und dahinter offenbarte sich ein riesiger Krater, der aber offensichtlich von Menschenhand geschaffen war, und an dessen Rand sich spiralförmig eine Treppe in den Untergrund wand. »Das ist das Digital. Wir bauen nur unterirdisch, weil die Oberflächentemperatur zwischen 5 und 25 Kotze ständig schwankt.« »Kotze«, schmeckte Geringer das Wort nach, »scheint eine terrianische Temperaturmaßeinheit zu sein.« Sie fingen an, die spiralförmige Treppe abwärts zu gehen. »Haben Sie Geschenke dabei?«, fragte Summarum schließlich. »Nein«, antwortete Tom etwas ratlos. »Wir hatten einen Unfall und schließlich...« »Keine Geschenke!«, schrie Summarum. »Ihr verdammten Schweine! Wie wär's mit einem Bad in glühender Lava?« Er machte aber keine Anstalten, irgendetwas zu veranlassen, und so gingen sie schweigend weiter. Am Fuße des Abgrunds eröffnete sich ihnen ein großes Tor. Es war verschlossen. Torium hämmerte mit der Faust dagegen und rief, »Macht auf!« Es dauerte einen Moment, bis von innen eine dumpfe, heiserne Stimme zu hören war. »Wer ist da?« »Torium und Summarum!« »Was wollt ihr?« fragte die heiserne Stimme. »Wir wollen rein!« »Wieso?« »Weil wir hier zu Hause sind!« Es verging wieder ein Moment, bis man das Knacken des Türschlosses vernahm und ein Flügel aufschwang. »Läuft das immer so ab, wenn Sie rein wollen?« fragte Tom. »Nein, manchmal macht er auch nicht auf«, antwortete Summarum nüchtern.
Sie betraten das innere Höhlensystem. Zu ihrer Überraschung war hier alles hell beleuchtet. Das Licht ging von Lampen aus, die in den oberen Ecken hingen und ein angenehm warmes Licht ausstrahlten, wie der Schein von Kerzen. Nur viel heller und beständiger. »Wie funktionieren diese Lampen?« fragte Tom. »Mit Licht«, antwortete Thorium. Sie näherten sich einer großen Halle, in der, soviel konnten sie durch die offene Tür sehen, sich zahlreiche Terrianer befanden. Trotzdem war es totenstill. Erst als sie durch den Türrahmen traten, begannen die Bewohner mit ausgelassenen Gesprächen. »Sieh einer an«, kommentierte Geringer. »Bei uns gibt es betretenes Schweigen und hier betretenes Reden.« Summarum führte sie mitten in den Raum und klatschte in die Hände. »Völkaterias«, begann er. »Heute haben 4 Außerirdische zu uns gefunden. Wir werden sie in unsere Mitte aufnehmen, auch wenn ich das für eine schlechte Idee halte. Sie werden mit uns das Abendmahl einnehmen und dann hoffentlich bald wieder verschwinden. Wer etwas dagegen hat, der möge jetzt reden oder für immer schweigen.« Ein wildes Durcheinander von Rufen und Schreien brach aus. Schließlich geleitete man sie an einen der freien Tische, und einige Terrianer trugen Abendessen auf. »Greifen Sie zu«, sagte Summarum, einladend, und machte eine entsprechende Geste mit der Hand. Nur widerwillig kam die Crew seiner Aufforderung nach. Alle hatten etwas Angst, vergiftet zu werden. »Also«, fragte Thorium schließlich, »wie ist es so, da wo Sie herkommen? Auf der Erde?« »Nicht, dass es mich interessieren würde. Nur die Höflichkeit gebiert mir diese Frage.« »Wenn das so ist«, antwortete Tom, »dann seien Sie mir nicht böse, wenn ich nicht antworte.« Sie beobachteten die anderen Bewohner, die immer wieder verstohlene Blicke zu ihnen herüberwarfen. Als die erste Ration Essen am Tisch aufgebraucht war, wurde Neues aufgetragen. Tom hatte aufgegeben zu fragen, um was es sich dabei handelte. Denn die großen roten Früchte, die man zuerst serviert hatte, nannte man hier einfach »große rote Früchte«, den grünen Aufstrich »Aufstrich von grüner Frucht« und den gelben Saft »Saft von gelber Frucht«. Schließlich trat ein Terrianer mit einem Brotkörbchen an ihren Tisch. »Möchten Sie gehen und Ihre Körper von einer hohen Klippe stürzen?« fragte er. »Nein«, antwortete Tom. »Möchten Sie dann stattdessen vielleicht noch etwas Brot?« Tom nahm sich eine Scheibe, Geringer winkte ab. »Nun«, sagte Tom nach dem Mahl, »vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft.« »Oh, nicht doch«, antwortete Summarum. »Von Freundschaft war nicht die Rede.« Man wies ihnen luxuriöse Quartiere mit Bad und Dusche zu. Außerdem stand ihnen eine gut gefüllte Minibar zur Verfügung. Doch Tom nutzte das Angebot nicht, sondern begab sich, nachdem es in den Gängen still geworden war, lieber auf Erkundungstour. Er wusste nicht, ob es ihm erlaubt war, hier rumzustreifen, aber man hatte es ihm auch nicht explizit verboten. Also verließ er leise sein Quartier und marschierte durch die Terrianer leeren Gänge. Leider fand er nur verschlossene Türen, und er wollte das Risiko nicht eingehen, einfach in jemandes Wohnung zu marschieren. Plötzlich tauchte lautlos und unerwartet eine Terrianerin vor ihm auf. Sie musste aus einer der Türen gekommen sein und stand nun mitten in der Höhle. »Hallo, Commander«, hauchte sie, »so spät noch unterwegs.« »Keine Ahnung, wie spät es ist«, gab Tom zur Antwort. »Also, Commander«, fuhr sie fort, »wie wär's? Wir Terrianerinnen haben viel mehr Körperöffnungen als eure irdischen Frauen.« »Nein, danke«, entgegnete Commander Tom. Er hatte keine Lust, sich 2 übergroße Nasenlöcher als weibliches Geschlechtsteil verkaufen zu lassen. Die Terrianerin funkelte ihn böse an und verschwand dann in einem der Seitengänge. Tom setzte seinen Erkundungstrip fort. Endlose Gänge und Türen. Schließlich sah er schon von Weitem einen Knopf, über dem ein rotes, rotierendes Licht wie bei einem Abschleppwagen leuchtete. Er näherte sich vorsichtig der Einrichtung. Neben dem Knopf war in Augenhöhe ein Schild angebracht, auf dem stand: »Bitte drücken Sie niemals diesen Knopf.« »Warum war er dann dort angebracht worden?«, dachte Tom und drückte. Es ertönte eine gebieterische Stimme aus einem Lautsprecher über seinen Kopf. »Kannst du nicht lesen, du Wicht?« Mehr geschah nicht. Tom zuckte mit den Schultern und drückte erneut. »Du hältst dich wohl für furchtbar schlau.« Ertönte die Stimme erneut. Nach dem dritten Drücken war zu hören. »Hast du immer noch nicht genug? Diese Ansage kostet Strom.« Nach dem vierten Drücken war zu hören. »Hast du nichts Besseres zu tun?« Und nach dem fünften Drücken.
wies die Stimme darauf hin. Ich sag's dir jetzt zum letzten Mal. Danach schwieg die Stimme auch bei erneuten Drücken. Und Tom zog gelangweilt weiter. Schließlich kehrte Tom müde zu seinem Quartier zurück und legte sich ins Bett. Es war ungewöhnlich. Als Tom erwachte, konnte er unmöglich sagen, wie viel Uhr es war. Es herrschte hier unten das ewig gleiche Licht. Nur anhand dem Getrappel auf dem Flur erahnte er, dass es Frühstückszeit sein musste. Er putzte sich die Zähne, duschte und ging zum Nachbarquartier. Geringer hatte sich bereits heimelig eingerichtet. Auf dem Tisch lag ein ausgebreitetes Kartenspiel und an den Wänden hingen die hölzernen Perlenketten, die er so gerne mochte. Geringer, wir werden nicht lange hier bleiben. Ich weiß. Deshalb habe ich ja auch nicht meine Möbel mitgebracht, sondern nur ein paar Accessoires. Wenn ich bloß wüsste, wo wir hin sollen, sinnierte Tom. Wir müssen zurück zur Erde. Frag doch die Terrianer, entgegnete Geringer. Wenn sie uns nicht richtig für falsch verkaufen, hilft uns das vielleicht weiter. Ich glaube nicht, dass sie über Technologien verfügen, die uns zurück zur Erde bringen könnten. Dann müssen wir für immer hier bleiben. Sein Gesicht verzog sich zu einer Fratze. Wenn sie keine Milch haben, drehe ich am Rad. Er blickte zur Decke. Scheiße, an diesem Gestein kann man sich nicht mal aufhängen. Nicht durchdrehen, Geringer. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, hier wegzukommen. Und wir haben hier immer noch 19 Tetrapack Milch. Er wandte sich zum Gehen. Und jetzt komm, es ist Zeit fürs Frühstück. Sie trafen in der großen Halle ein, in der sie gestern schon zu Abend gespeist hatten. Wolfram und Himmelstedt saßen bereits an einem der Tische, und Geringer und Tom gesellten sich zu ihnen. Kurze Zeit später kamen auch Thorium und Sumarum dazu. »Guten Morgen«, grüßte Thorium. »Nicht im Schlaf verstorben? Schade.« Sie setzten sich dazu und nahmen sich von den gelb-blauen Früchten, die aufgetragen worden waren. »Wie heißen diese Früchte eigentlich?« wollte Geringer wissen. »Gelbe Frucht, die zur Hälfte blau ist«, antwortete Sumarum. »Gibt es auch eine blaue Frucht, die zur Hälfte gelb ist?« hackte Tom nach. Sumarum sah ihn an, als hätte er gerade etwas entsetzlich Dummes gefragt. »Na, sind Sie denn blind? Die liegt doch direkt daneben!« Sumarum deutete auf eine zweite Frucht, die genauso aussah wie die erste. »Aber wie unterscheiden Sie die beiden denn?« wollte Tom wissen. »Woran erkennen Sie, dass das eine blaue Frucht ist, die zur Hälfte gelb ist, und das andere eine gelbe Frucht, die zur Hälfte blau ist?« Sumarum neigte plötzlich unnatürlich den Kopf zur Seite und begann wild mit den Augen zu zwinkern. »Ah!« presste er durch die Zähne hervor. »Sie machen mich vollkommen wahnsinnig! Es wird Zeit, dass Sie von hier verschwinden!« Plötzlich grinste er wieder. »Wir alle genießen Ihre Anwesenheit sehr, ob tot oder lebendig. Sie sind uns jederzeit willkommen.« Commander Tom hielt es für angebracht, das Thema zu wechseln. »Hören Sie, wir würden gerne wieder auf unseren Heimatplaneten zurückkehren. Er befindet sich in der Milchstraße, und wir sehen mit unserer Technologie leider keine Möglichkeit, zu unserer eigenen Lebzeiten dort anzukommen.« »Vielleicht sind Sie dort genauso tot willkommen wie bei uns«, wandte Sumarum ein. »Wir möchten aber gerne lebend dort ankommen«, beharrte Tom. »Wir betreiben keine Raumfahrt«, sagte Notorium. »Wie weit ist Ihr Heimatplanet denn von hier entfernt?« 500 Lichtjahre«, sagte nun Wolfram. »Was ist ein Lichtjahr?« wollte Thorium wissen. »Die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt«, erklärte Tom. »Wie schnell ist denn das Licht unterwegs?« fragte nun Sumarum. 120.000 Kilometer pro Sekunde«, sagte Wolfram. »Energiesparlampen sind aber langsamer«, wandte Thorium ein. »Gibt es irgendjemand, der uns weiterhelfen könnte?« lenkte nun Tom das Gespräch wieder in richtige Bahnen. »Mir fallen nur die AIs ein«, sagte Sumarum. »Ja«, pflichtete Thorium bei. »Es wäre wirklich schlimm für Sie, wenn Sie zur Hölle fahren würden und Ihre Körper im Orbit unter großen Schmerzen zu Staub zerfallen«, ergänzte Sumarum. »Sie mögen die AIs nicht besonders«, brachte es Tom auf den Punkt. »Wir mögen jeden«, sagte Thorium. »Wir sind ein friedliebendes Volk. Schon vergessen?« Die letzten Worte sagte er mit aller Schärfe. »Nein, nein«, beeilte sich Tom zu sagen. »Wie kommen wir zu diesen AIs?« »Ziehen Sie Ihre Schuhe aus und hüpfen Sie auf einem Bein dreimal um sie herum. Dann fliegen Sie mit Ihrem Raumschiff zu dem zweiten Planeten in nördlicher Richtung. Er schimmert blau und ist nicht zu verfehlen«, erklärte Thorium. »Ist das mit den Schuhen wirklich nötig?« fragte Geringer. »Nein«, antwortete Thorium, ohne die Wimper zu verziehen. »Wird Zeit, dass wir hier verschwinden.
brachte es Geringer auf den Punkt. Die Empfehlung für heute? Meine Kurzgeschichte Kronenkinder in 4 handlichen Teilen. Den ersten erreichst du jetzt mit Klick auf die Mitte deines Videofensters, verbunden mit der Bitte, die seinerzeit noch schlechte Videoqualität zu verzeihen.